Das ist eine Premiere. Sluddy Buddy bekommt es mit Fatty Kaya beim Flippern zu tun. Fatty Kaya übergibt hier gleich mal die Pfeile. Das ist frech vom Salzburger. Und angeblich steht er ja erstmals am Flippergerät. Er und seine Dönerhände haben das aber absolut im Griff. Sluddy Buddy hat Probleme am Spielgerät. Und schlussendlich geht der Sieg an Fatty Kaya. Ich hab gehört, du hast heimlich Flipper trainiert. Nein, ich nicht. Ich spiele heute zum ersten Mal. Aber sonst habe ich gespielt einmal, wie ich 7, 8 Jahre war oder so. Ja, gibt es schon Überlegungen, dass du umsteigst von Data Flipper? Nein, glaube ich nicht. Aber ist lustig. Wird sicher ab und zu öfter spielen. Gegen Fatty Kaya verlieren, das ist schon heftig, oder? Naja, ich sag einmal so, ich muss einmal was zurückgeben. Kalt er den Scheiß. Nein, aber gegen ihn verliere ich gern. Beim Flipper? Beim Flipper, ja. Beim Dart habe ich ihn schon mal geschlagen, also das passt. Ich wollte, dass er zum Dart einsteigt, deswegen habe ich ihn gewinnen lassen. Ich glaube, man kann sagen, Dartspieler sind absolut große Talente beim Flipper, oder? Ja, ist eindeutig. Es geht immer um die Präzision, um die Konzentration und die Koordination. Und früher war Dart und Flipper immer vereint, also es ist in jedem Dartspieler sicher auch der Flipperspieler noch innen drin. Gerade der Fatty Kaya hat groß aufgezeigt jetzt, oder? Ja, er hat es genau gewusst, so wie er im Dart ins Bulls einschießen muss oder hier am Teil, den die Big Points geholt. Das war mit einem Anschuss 50.000 Punkte.